Grüße euch und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Popki Playtime mit mir, dem Fuchsel. So, in der letzten Folge haben wir das letzte Spiel mit Mami gemacht. Und ja, jetzt sind wir gerade, sag ich mal, vorsichtig auf der Flucht vor ihr. Das Flucht nennen mag. Und wir müssen ja noch mit ihr zusammenkommen, weil wir müssen ja Poppy immer noch retten. Streng genommen. Kann ich hier irgendwas machen? Das Rohr ist wirklich irgendwie so... Ich weiß, es wirkt irgendwie so offensichtlich, dass man hier hingeht. Hier ist wieder ein Videorekorder. Water Treatment. Rotate Top 90 Grad, Rotate Bottom 90 Grad. Ja gut, im Uhrzeigersinn, gegen Uhrzeigersinn. Okay, warte mal, wo müssen wir überhaupt hin? Also erstmal Frage 1. Und ist nichts. Mal sehen, wir müssen wahrscheinlich zur Game Station zurück, weil wir brauchen immer noch den. Weil wir brauchen immer noch den Code in einen. Da wäre die Tür offen und da wäre die Tür zu. Nobody leaves without a toy. Hier liegt eins. Kann ich den nicht nehmen, diesen Mr. Kartoffelkopf? So, Warnung, tiefes Wasser. Na naja, gut, ich kann eigentlich theoretisch... Okay, ich kann theoretisch nicht auf diesen Rohren spazieren. Wie unrealistisch, diese Rohre sind ja durchsichtig. Na. So. Gut, und da sind wir wieder. Ist auch gucken, wo dieses Videoband ist. Andererseits will ich es nicht suchen, weil danach muss ich wieder so viele Untertitel schreiben. Naja, gut, drehen wir den nochmal zurück ganz kurz. So hin. Aber es ist zu weit zum Springen, funktioniert es nicht. Und hier ist auch nirgendwo eine Möglichkeit, wo ich mich festhalten kann. Tiefes Wasser. Würde es vielleicht was bringen? Das war zu weit. Komm mal mit. Komm mal mit da. Das kann ich... Das fasst es im Thema mehr so komische Farben und Formen an. So. Komm mal her da. Wobei, es würde wahrscheinlich nichts bringen. Ich hätte auch in die andere Richtung drehen können, das Ding. Zweiter, ich muss ja noch einmal drehen. Ich muss ja noch einmal drücken. So. Dann drückt man den hier und... verdammt. Das ist zu langsam. Meine Idee wäre es gewesen, da schnell draufhüpfen und dann hier einmal anziehen, dass es fast den Knopf vielleicht drückt. Was er nicht macht. Das macht er wohl nicht. So, ein Scheiß. Runter von dem Haus. Okay, drehen wir einfach mal zurück. Ach so, deswegen Botten. Ah, okay, ich dachte, das wäre gegen den Uhrzeigersinn einfach drehen. Okay, verstehe. Wenn ich den hier drücke, dann dreht sich der hier am 1 weiter und der hier dreht sich um einen halben weiter. Ich verstehe. Okay, dann gehen wir zu Bucht 2. Ja, jetzt bleibt er genau hier stehen. So. Bucht 2. Mal gucken, da schläft einer. Morgen. Miau, 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 miau. Buzz. Na gut, den Witz kenne ich ja schon. You and I were meant to be. Don't make me sting you. I'll do it. I knew it. You need to get out of here. Just kidding. Go have fun. Ich hab doch immer Spaß hier.
Sieht man so kaputt sind dann halt. So, was haben wir hier? Kann mir nicht einen von denen gleich schnappen? Dann gehen die da nach oben. Die fallen hier runter. Okay, deswegen haben wir die wahrscheinlich umgeleitet. Jetzt fallen die da drüben runter. Was sind das für Kratzspuren, ey? Na? Gedrückt halten. Ah, gedrückt halten. So, müssen wir hier blauen Knopf drücken. Gelben Knopf. Dann geht's weiter nach oben und dann müssen wir den roten drücken. Und was werden die hier rüber geleitet? Okay, Pickup Bonzo Bunny. Also wenn man den Knopf hier drückt, dann werden beide aktiviert. Aber der kommt ja da nicht durch, oder? Weil der fällt doch da ins Loch rein. Verstehe, ich glaube, das ist einfach nur dafür gemacht worden, dass man hier den holen kann. Hm? Oh, warte mal, da ist was. Was haben wir denn da? Hat noch so gesehen. Pick up Barry. Die alte Minenlore mit den Augen. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich auf die andere Seite rüber. Die andere Seite. Kann ich da nicht einfach rüberjumpen? Sieht nicht weit aus. Ups. Ja. Ich hätte es geschafft. Da ist ein Alpha-Wand im Weg. Da ist ein Alpha-Wand im Weg. Na gut, ich denke, der Entwickler, der hat schon drüber nachgedacht, bevor er sagt, hey, machen wir so. Okay. Water Treatment. Och, nö. Oh, es gibt noch zwei goldene Figuren. Okay, ja, ich werde jetzt mal ganz schnell die Puppen holen und dann hole ich wieder rein, wenn wir da drüben reingehen, donnert. Wenn ich den da hinten drauf setze, dann auch so. Dann bis gleich. Okay, ich habe mir jetzt nochmal ein paar Figuren geholt. Schauen wir mal, wie viel wir am Ende behalten dürfen. Da sind die wahrscheinlich da hinten. Gehen wir rein. Im ersten Teil mussten wir auch so eine Figur da machen. So eine, oh, Scheiße. Bist zwar noch richtig. Gut, das ist auch richtig. Im ersten Spiel mussten wir auch so eine, hier so eine Bienenkatze da machen, um da reinzukommen. Da haben wir mal zwei geschafft und wurden sie mir weggenommen, eiskalt. So. Na denn, mach auf. Mach auf. Mach auf. Ah, jetzt so. So, eine Banzo, schlag ein. Habe ich jetzt noch zwei? Nee. Ich habe extra drei mitgenommen. Jetzt sind wir alle weg. Och. So. Mal sehen, was haben wir denn hier? Keine Ahnung. Da steht ein Rollstuhl. Durchgreifen kann ich hier nicht. Okay, hier brauchen wir ein rotes Videoband. Am I a real boy? Ja, wie man es nimmt. The robot crossed the road. He was programmed to do it. Ja, okay. I love you. Oh, das ist aber nett. Do you love me? Weißt du was, weil du mich liebst, liebe ich dich auch. Bist ein ganz netter. Komm, ich streiche ihn ein bisschen. So. Dance with me. Da 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 da.
da, 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 da. So, ein bisschen getanzt halt. So, aber gut, da scheint nichts zu sein sonst. Wo geht's hier lang? Okay, hier ist zu, Sackgasse. So. Hier brauchen wir Strom. Remember, be safe while using your grab pack. Immer schon aufpassen, wenn du dein grab pack benutzt. Hui. So. Grüne Hände dürfen das Ding nicht anfassen. Dann fass ich das mit der blauen an. Berührt. Ah. Er sieht aber ganz schön verträumt aus. Berührt, berührt. So. So. Aber wo muss es hin? Okay, da ist die Strippe leider zu Ende. Vielleicht wäre auch irgendwie cool gewesen, wenn man damit jetzt das Ding aufladen könnte, aber wo muss es hin? Na gut, ich glaube, es ist nicht so einfach, wie man denkt. Da hinten ist der Ausgangsport. Da muss ich irgendwie die Tür öffnen. Mir ist gerade aufgefallen, dass er hier das Ding hier zumacht. Und da war auch gerade eben. Ist es, wenn er den hier berührt? Ah, okay, wenn er den hier berührt, dann macht er hier so ein Gitter zu. Okay, verstehe. Ja, okay, dann brauche ich den hier. Das reicht nicht. Oh, da ist die Tür offen. Ich will jetzt einfach hier schnell hingehen und okay, Moment, ich weiß, wie es geht. Ich brauche die Stromleitung aktuell so gar nicht mehr. Ich mache hier den Strom rein. Gehe hier durch. Tun wir die beiden hier unter Strom setzen und drücken hier mal kurz hin. Jawohl. Okay, irgendwas drin ist ja drin gerade. Ah, okay, die Tür geht auf. Okay, Moment. Dann guckt man doch mal. Oh. Aua, mein Beinchen. Sieht wieder nach Sackgasse aus. Ah, nicht mehr. Ich hab nicht gecheatet. Ja, okay, dann zähl mal. 10, 9, 7, 6. Was passiert eigentlich, wenn ich diese Zeit abwarte? Ja, komm her. Sie hat nicht One gesagt. Ich hätte noch eine Sekunde Zeit gehabt. Sie hat immer noch... Nee, ich habe immer noch Pläne für dich. Oder sie oder Ding hier, keine Ahnung. So. Ist aber mies drauf, ich weiß nicht wieso. Ich habe doch nichts gemacht. I asked you to play fair and you cheated. I hate cheaters. Ich gehe übrigens gerade nicht. We're going to play one last game. Ach, ich weiß schon, dass ich hier die ganzen Untertitel nochmal neu machen muss. And
Auf Sieg und Niederlage. Nein. Ich bin übrigens gerade nicht freiwillig rückwärts gegangen, die hat mich zurückgeschoben. Kommt die jetzt? Ja, ich stehe hier noch rum und warte noch, bis die kommt. Ich muss noch ein Versteck suchen. Ob wir uns ein sinnvoll verstecken. In der Kiste. Okay, es geht nicht, wenn man... Es geht nicht, da ist ein Spinnennetz im Weg und der Kleine hier ist so eine Sissi irgendwie. Nicht den Arm in den Meatgrinder stecken. Mich wundert es irgendwie, dass die nicht kommt. Ist die immer noch am Zählen? Also ich sage jetzt mal vorsichtig, mütterliche Fürsorge kann sie gut, nur zählen kann sie nicht. Scheint so. Ich hätte wirklich nochmal zurückgehen müssen. Geht's hier weiter überhaupt? Das ist hier ein Knochen. Lichtbohner. Aber hier ist doch nichts. Muss die Hebebühne aktivieren? Nee, hier ist nichts. Was soll ich denn nur machen? Muss ich da vielleicht durch das Rohrloch durch? Ah, okay, muss ich durch das Loch durch. Entschuldigung, ich kenne mich hier nicht aus. Ich arbeite hier. Stimmt eigentlich, ich arbeite hier, ich müsste mich eigentlich auskennen. Geht's denn da lang? Hier zwischen die Rohre einfach verstecken, da könnte man doch... Warte mal, fällt gerade auf, ich habe eine Taschenlampe. Wo habe ich denn die plötzlich her? Also die ganze Zeit suche ich mal eine, kann man die... Nee. Immer wenn man eine braucht, dann hat man sie nicht da gehabt und jetzt habe ich plötzlich eine. Warum sind hier eigentlich solche Löcher hier? Sind wir hier in Alcatraz oder was? Wie die Sträflinge ausgebrochen. Hui. Ein ziemlich langer, leerer Gang. Wo ist denn die jetzt eigentlich? Kommt die noch irgendwann oder... Ist immer noch am Zählen. Ab wann sucht die denn? Bei minus 1000? Minus 999. Minus 998. Minus 999. Minus 1000, ich komme. Was sie ihn so hingemalt haben, wo er nicht mal rumsteht. Eine kleine Katzi. Lauf mir eine Miezi-Katzi. Die frisst die Süßigkeiten. Ah, guck mal, ich kann sogar stehen. Oh, 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 oh. Den nehmen wir mit. Hui. Kann er nicht mal rübergehen? Wie in so einem Cartoon, wenn sie so merken, dass plötzlich so ein Loch unter ihnen ist. Huh? Ups. Notfallausgang. Na ja, gut, ich kann ihn nicht weg. Ich muss Poppy erst noch retten. Will die Tür überhaupt aufgehen? Wohl eher nicht so. Und der weiß am besten. Was ist das denn für eine Zimmertür hier? So ein riesen Fabrikgebäude und dann bauen die da so eine Zimmertür hin. Okay, hier ist noch Steph erlaubt. Ich bin Steph. Ich bin hier angestellt seit Jahren. Rot, Gelb, Blau, Grün. Rot, Gelb, Blau und Grün. Das wird zum roten Kabel. Das Gelbe wird zum Gelben. Blau zu Blau und Grün zu Grün. Oh.
1 ist rot. Blau ist 2 und 3 ist grün. Und gelb ist 4. Wie war das nochmal? Rot. Blau. Rot, blau, grün, gelb. Rot. Blau. Grün. Gelb. Nicht mit der Hand reinkommen. So, haben wir hier wieder so einen Gang. Weiß nicht. Wofür ist diese Kette hier? Haben die hier einen Rottweiler angehängt? Hm. Überall so Aschebohnen. Oh oh. Oh oh. Geh weg! Ich weiß gar nicht mal, wo ich hin muss. Tür zu! Oh oh. Das war scheiße. Hey, ich hab's geschafft. Hooray, habt ihr das gesehen? Warum geht die Tür nicht mehr so auf? Okay. Das ist halt blöd, wenn ich es jetzt nochmal so triggern tue. Weiß ich ja nicht, dann kommen wir jetzt nicht mehr raus. Aber wenigstens hat sie hier einen Spaß gehabt. Die Tür ist zu. Gate 05. Hier brauchen wir wieder Strom. Hier haben wir Ketten, die nach oben führen, an die Decke hängen. Die haben extra die Maschine hier angekettet, nicht, dass irgendeiner vorbeikommt und die einfach so mitnimmt. Das wäre irgendwie blöd. Mutti sagt, passt auf, dass ihr nicht in der Nähe vom Feuer seid. Oder Mami halt. Was ist hier? Fusionsgenerator? Gucken wir uns erstmal um hier. Pick it up. Gear hold. Hold. Ja, hier rein damit. Dann soll es wenigstens auf zu piepsen. Aber was bringt das jetzt genau? Was meinen die hier jetzt genau? Die Zahnräder kann ich nicht nehmen. Ja, okay, ich kann hier jetzt Strom nehmen. Und das brachte jetzt... was genau? Ist hier oben nochmal hin? Nee. Was soll ich jetzt machen? Hoch und runter. Kann man jetzt irgendwie hoch und runter fahren? Was soll jetzt zum Beispiel passieren? Mal angenommen, man kennt es ja, rotes Feuerfass. Rote Fässer, die haben so einen Drang zum Explodieren. Naja, blöd, ich schieb's ja wieder raus. Nein! So, rotes Feuerfass. Klick, klick. Hab's gesehen, gerade eben. Ja, jetzt habe ich hier ein Zahnrad und das kommt da rein, oder? Da fehlt zumindest eins. Hebel. Warnung, nicht eintreten. Warum darf man hier nicht eintreten? Oh, darum vielleicht. Ah! Oh.
wahrscheinlich Zeus und sich hier drin versteckt. Ja, jetzt machst du den Ofen an, oder? Sie ist weg. Geht's denn hier nicht runter? Ja, irgendwie witzig, wenn sie den Ofen angemacht hätte. Aber gut, dann ist die Frage, wo soll ich dann hin? Was wird hier wohl angetrieben? Jede Menge Spinnennetze hier. Und so. Och nö, ich dusche dich. Geh mir nicht auf den Sack. Muss er schon wieder zurückrennen? So, das muss ich alles neu machen. Hebel ziehen. Zurückrennen. Oh, guck mal, jetzt haben wir eine Hand. Au! Ups. Bin runtergefallen. Ich hab mir wehgetan. Ich bin tot. Aber ich habe doch die Tür zugemacht. Der Prototyp hat uns sicher gerettet. Ist das nicht wunderbar? Boah, muss der Prototyp mal mich retten? So. Dann laufe ich mal, weg auf die Hand. Oh, die ist aber ziemlich fix unterwegs. Ach, da rennt die auch noch. Jetzt zieh deine Mann, niemand mag dich. Zumindest wird hier offensichtlich hingedeutet, welche Richtung man nehmen muss. Oh oh. Kommst du nicht rüber? Ja, Kinderspiel. Aber was ist mit Poppy? Müssen wir die nicht retten? Was ist eigentlich mit dir jetzt geworden? Kriegen wir die nicht mehr? Ich höre da was. Oh oh. Autsch. Innovation ist der Schlüssel. Ihr habt schon gesehen, an der Maschine ist ein... An der Maschine war ein Hebel noch dran. Witzig, dieses eine Schild, wo es darauf hingeweist hat, dass mit der Hand in den Meatgrinder reinkommt. Und das wird ihr Ende sein. Schade, wenn man so drüber nachdenkt. Die ist auch nur missverstanden. Die wollte auch nur geliebt werden. Oder so ähnlich. Na komm, gib mir ihr noch die Hand. So. Na. Tut mir leid. Da sehe ich nichts zu.
Knusper, knusper. Tja, was ist mit Poppy jetzt? Können wir die jetzt immer noch befreien oder ist sie in Gefangenschaft? Ist sie tot? Weiß ich irgendwas? Soll ich hier irgendwas machen? Fragen über Fragen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jetzt so wichtig war, dass man sie jetzt auf diese Art und Weise aus dem Spiel nehmen musste. Unterm Strich, ja okay, die war böse, gemein, gefährlich, aber dieses Schicksal hat sie eigentlich auch nicht verdient. Ich meine, also ich bin immer noch der Meinung, dass sie einfach nur missverstanden worden ist. Immerhin hat sie den ganzen Tag nicht... Arbeit! Na gut, ich muss einen Videorekorder finden. Man muss ja immerhin bedenken, vor Jahren, soweit ich die Geschichte jetzt mitbekommen habe, hat ja immer Kinder unterhalten und dann auf einmal ist halt eben zugemacht worden. Und nach Jahren... dann sind wir hier wieder. Okay, dann sind wir jetzt hier oben. Da müssen wir jetzt da drüben rein, oder? Oder wie sollen wir jetzt hier runterkommen? Wir brauchen ja immer noch den letzten Teil des Codes. Ich weiß es nicht. Na gut, ich werde jetzt die Folge hier so stehen lassen. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Würde mich über ein Like, einen Kommentar und ein Abo freuen. Und natürlich, wenn in der nächsten Folge wieder live... Ist draußen Tag eigentlich? Oder ist es einfach nur Beleuchtung? Wenn ihr nächstes Mal live dabei seid, natürlich. Wenn ihr das nächste Mal wieder voller Freude, voller Zufriedenheit und sonstig irgendwie halt einfach wieder dabei seid. Nehmt einfach Motivation mit, so. Oder Trauer. Vielleicht kann ich euch hier aufmuntern. Also dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.